Wir befinden uns jetzt hier am Bukuer See, im westlichsten Bereich des Havelandes. Wir sind vor allen Dingen auf der Suche nach dem Wiederhopf. Der mag diese Strukturen, dieses Gebiet sehr gerne. Viel altes Totholz, was rumliegt, offene Flächen. Der Wiederhopf hat einen sehr markanten Ruf, namengebend nach seinem englischen und auch lateinischen Namen Hupu. Und der macht meistens so eine Reihenfolge von 2 bis 3, manchmal 4 folgende Hup, Hup, Hup. Der Wiederhopf ist eigentlich einer der auffälligsten Vögel, die wir hier in Deutschland haben. Ein Ticken größer als eine Amsel. Er ist gar nicht mehr so selten, wie es vor 10 Jahren war. Eigentlich findet man ihn hier bei uns im Havelland zumindest an fast allen geeigneten Stellen. Also wir haben hier vor einigen Wochen von einem interessierten Westhaveländer quasi aus Potsdam, David Schubert, Wiederhopfniskäste gestellt bekommen. Wiederhopfkästen sollte man generell so in einer Höhe von ungefähr 50 cm aufhängen. Je höher du das aufhängst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Stare in diesen Kästen brüten und damit die Brutmöglichkeit der Wiederhopfe quasi belegen. Wiederhöpfe haben ein sehr stinkendes Sekret, daher auch dieser Spruch, man stinkt wie ein Wiederhopf. Also wenn da jetzt ein Waschbär oder ein Marder oder so ans Nest geht, wird dieses Sekret ausgestoßen und das mögen die Viecher halt überhaupt nicht, verziehen sich dann wieder. Da die meisten Vögel am frühen Vormittag ihre Eier legen, kann es gut sein, dass sie jetzt unterwegs sind, Nahrung suchen und nach ein paar Stunden wiederkommen, um dann dort weiter ihre Eier zu brüten. Thank you.